Willkommen zum Ersteindruck von Paranautical Activity, einem First-Person-Roguelike-Shooter, der jetzt zugegebenermaßen schon ein paar Jahre alt ist, aber auf meiner Suche nach Roguelike-Shootern, die mir gefallen, ist es, denke ich, ein Spiel, das wir uns definitiv mal angucken sollten. Es gibt aber zwei Punkte, die wir definitiv anmerken müssen, und zwar gab es so einige Dramen, die sich um dieses Spiel abgespielt haben. Das allererste große Problem war, dass das Spiel damals, vor Jahren, es nicht auf die Plattform geschafft hatte. Da war aus irgendeinem Grund Valve nicht wirklich daran interessiert gewesen und haben sich halt ein paar Jahre dafür Zeit gelassen. Viele Leute haben dafür ihre Kampagnen gestartet, dass es irgendwie dann doch auf die Plattform kommt. Mittlerweile ist es halt da angekommen. Dann gab es aber das zweite Problem, und zwar hatte jemand von den Entwicklern so ein bisschen Twitter-Durchfall gehabt und meint, Gaben bedrohen und umbringen zu wollen. Und dementsprechend ist das Spiel sofort wieder vom Steam Store verschwunden. Dann wurde natürlich Entschuldigung ausgetauscht und dann wurde das Spiel wieder auf die Steam-Plattform gebracht. Okay, kümmern wir uns das Spiel selbst. Den allerersten Punkt, den wir definitiv anmerken müssen, ist das Menü. Und zwar, wer auch immer dachte, dass diese Font-Choice auch nur ansatzweise in Ordnung geht. No. Ich weiß nicht, wie man diese Font-Choice beschreiben soll. Als hätte jemand was angemalt und dann vergessen, es trocknen zu lassen und hat das Bild geschüttelt. Keine Ahnung, aber wenn man sich das hier anguckt, das geht so überhaupt nicht klar. Gucken wir uns vielleicht auch das Optionsmenü an. Zeige euch kurz, was man hier unterschiedliche Sachen auswählen kann. Aber das Font-Menü geht so überhaupt nicht klar. Wir haben drei unterschiedliche Spielmöglichkeiten: Classic, Hardcore und Infinite. Wir starten erstmal nur mit Classic und ich gehe mal davon aus, dass man die anderen über die Zeit freischaltet. Wenn wir auf Classic gehen, dürfen wir unsere Waffe auswählen. Und ich denke, man sieht wirklich, das Spiel ist A, ein bisschen älter schon, und B, hat einfach der Grafikdesigner gefehlt, um das Ganze ein bisschen besser aussehen zu lassen. So, gucken wir mal, so Tank Gorton hat interessanterweise so eine Sichel. Die Waffe muss mir jemand mal erklären. Das ist eine Shotgun, okay, und das ist eine Kanone, die man auf einem Piratenschiff vorfindet oder wo auch immer. Ziehe ich das Ding hinter mir her? Dann haben wir hier, okay, Nahkampfwaffe und Laserwaffe oder was auch immer. Geht auch in Ordnung. Oh. Der Dynamite mit einem Granatwerfer und einem Katana. Und David Bowie, der scheinbar wirklich nur mit einem Crossbow am Start ist. Dazu sehen wir die unterschiedlichsten Stats da unten. The Tank klingt eigentlich schon fast mit am besten, gerade weil man relativ viel Health hat und relativ viel Schaden austeilen kann. Leidet aber natürlich dabei darunter, dass man nicht allzu schnell ist und die Feuerrate nicht allzu hoch ist. Ich würde wirklich sagen, wir gehen einfach mal mit The Tank und ich gehe davon aus, dass ich hier ein paar Mal drauf gehe. Dann kann ich die anderen Klassen auch nochmal zeigen. So, und damit geht's auch schon los, dass da oben soll wohl eine Uhr darstellen. Nö, das ist ein Fahrstuhl angeblich. Okay, es ist also Level 1. Okay, wir haben 100 von den Kanonendingern, 9 Leben, 0 was auch immer, 10 Granaten, $100. Und das soll 90 FPS sein. Ich habe das Gefühl, dass das nicht 90 FPS ist. Das kann natürlich auch daran liegen, dass so gewisse Sachen fehlen, gerade sowas wie die Hand, die die Waffe festhält. Also könnte das merkwürdig sein. So, gucken wir mal. Ah, okay, rechte Maustaste ist die Granate. Und Granate muss man schon in Anführungszeichen nehmen. Das Spiel hat leider kein Tutorial in der Hinsicht, also weiß ich auch jetzt gerade nicht, wie man Waffen wechselt. Auf jeden Fall haben wir hier diese coolen Viecher aus Star Wars, wo mir leider jetzt Good Start, Complete a Room without taking damage. Damit habe ich ein Power-Up bekommen. Jeha. So, was ich so ein bisschen erdacht hatte, ist, dass man vielleicht Sachen zerstören kann. Und da treffen wir jetzt auch schon auf die ersten interessanten Gegner. Und das ist so eine Sache, die ich schon so ein bisschen mitbekommen habe, oder beziehungsweise man auch in dem Menü sehen konnte, dass die Gegner zum Teil leicht freaky sind. Was nicht unbedingt schlecht ist, aber muss man definitiv wissen. So, was ich auch ganz gerne wissen würde, ist, wie ich meine Waffe wechseln kann. Denn ich habe diese Kanone, aber das wird mir nicht wirklich hervorgehoben. Da gucken wir aber mal ganz kurz gemeinsam. Options, Controls, Mouse Sensitivity, View Added Bindings in Launcher. Well, shit. Ich bin mal ganz kurz zu frei und werde das nicht verlassen.
Und dann, wir werden einfach mal weiterspielen. Ansonsten, Steuerung ist ein bisschen hakelig. Wenn man auf dem Boden ist, geht, aber spätestens, wenn man hier oben irgendwie ist. Ja, das Problem ist wirklich, dass man so ein bisschen gleitet. Deswegen, wenn man so nach links und rechts geht, man geht immer so ein Ticken weiter, als man eigentlich möchte. Okay, hier oben ist einfach nichts. Und das kann ab und zu einfach dafür führen, dass man irgendwo runterschlittert, wo man nicht runter möchte. So, unten in der Mitte ist die Minimap. Gut zu wissen. So, goddamn Landsharks. Wow, what? Hat mich da gerade irgendwas getroffen? Das ist jetzt die gute Frage. War das einer dieser komischen Hellskimos, wollte ich jetzt schon sagen? Oder war das tatsächlich dieser Landshark? Weil der Landshark war hier unter... Oh, da ist noch einer. Einer dieser Landsharks, die waren ja aber eigentlich unter mir. Die hätten mich ja nicht treffen dürfen. Und die Shotgun ist mir ein Tick zu genau, muss ich schon fast ehrlich zugeben. Und es ist merkwürdig, wie halt... Oh boy, was haben wir denn hier? Wow, 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 hi. So, erstmal hier die Kollegen in der Mitte entfernen. Und dann halt... Meine Fresse, hat der Dauerfeuer am Start. So, diese Tür ist andersfarbig. Und das ist auch interessant hervorzuheben, auf der Minimap gibt es die unterschiedlichsten Symbole. Ich gehe mal wirklich davon aus, wenn man auf der Minimap guckt, dass das ein Dollar-Symbol ist. Also sollen wir hier einkaufen gehen. Press use. Thank you. Was auch immer use ist. Bucket of tar, scissors und iron hard. Und hier haben wir dann halt so ein bisschen den Binding of Isaac Effekt, wo wir dann drei Sachen oder halt Items allgemein bekommen und nicht wirklich sagen können, was sich dahinter verbirgt. Denn, ich kann eh nur das hier kaufen. Okay, E ist Bucket of tar und das hat mir einfach Maximum Ammunition gegeben. Super. Ist ja nicht so, als hätte ich das bereits. Ansonsten, man kann hier sogar Gift Shop lesen. Okay, also wir treffen hier so ein paar Gegner an. Oh boy. Und bisher haben wir drei unterschiedliche gesehen. Vier mit den Sprungviecher. Oh, hi, du kommst ja auch nach unten. So, ich weiß leider immer noch nicht, wie man seine Alternativwaffe nutzt. Ach so, jetzt zwei von euch. Mhm. So, wie komme ich da hoch? Bisschen hoch? Weil da oben ist nämlich noch Geld, was ich ganz gerne mitnehmen würde. Auch wenn ich mir davon jetzt gerade aktuell nichts kaufen könnte. Ja, also da komme ich jetzt irgendwie nicht hoch, weil ich bin einfach zu blind dafür. Das ist natürlich unfein, dass es gewisse Konzepte gibt, wo man einfach nicht hinkommt. So, es gibt noch einen Raum, den wir nicht angeguckt haben. Das machen wir natürlich dann noch vollständigkeitshalber. Oh, da hinten ist ein anderes. Ah, da wollte ich jetzt nicht runterfallen, aber das ist dann wieder so ein bisschen das Problem. Ich hasse Viecher, die komisch springen können, weil... Oh, das Ding springt sogar noch merkwürdiger, wow. Wenn man es zu nah rankommen lässt. Ein Problem, was ich definitiv habe... Ach nee, da hinten ist einer. Ups, never mind. Okay, ich habe jetzt irgendwas aufgehoben. Also ich denke, es ist ganz klar, dass das Spiel nicht erklärt, wie die Steuerung ist innerhalb des Spiels. Ist ein großes Problem. Oder halt so ein grundlegendes Tutorial eingibt. Sowas wie bei The Binding of Isaac. Dass wenn man in dem Fahrstuhl steht, in dem Fall, dass man einfach kurz gucken kann. Hey, drück X für das, Y für jenes. Oh boy, hi. Ich hoffe, Leute mit Spinnenphobie sind gerade nicht am Start. Oder können das ertragen, dass dieses Voxelvieh hier am Start ist. Und einer Spinne ähnelt. Okay, HP-Balken ist oben zu sehen. Das ist natürlich super angenehm. Das Problem ist, ich würde ganz gerne mal meine Alternativwaffe nutzen. Au, hat es mich gebissen? Oder hatte ich die ganze Zeit schon 8 HP? Ja, auf jeden Fall, da kommt auch das nächste Problem. Sowas wie HP-Icons, wo wir definitiv schon eins bekommen hatten, sind zum Teil nur sehr schwer zu sehen. Ich meine, sowas wie Geld kann man sehen, aber das Herz zum Beispiel... Okay, jetzt habe ich meine Waffe gewechselt. Das ist, denke ich mal, der perfekte Augenblick, um zu gucken, wie man einfach Sachen auswählen kann, weil... Okay, Q ist Zeit verlangsamen. Das ist dieser eine Gegenstand, den wir gerade eben aufgehoben haben. Aber was muss ich machen? Rechte Maus, das ist Granate. Das ist das in der anderen Ecke. Ich will aber wissen, was ich mit anstellen muss. Okay, also Maus ist allgemein nicht mehr. Rechte Maus, das ist wie gesagt Granate, aber halt mehr wissen wir nicht. Ach Gott, man muss dieses Ding selber aufladen. Ja, okay, also ich denke, ich bleibe bei meiner Shotgun bleiben. Und wir wissen im Endeffekt, was jetzt bei David Bowie der Klasse halt auf uns zukommt. Also können wir uns das auch schon mal sparen.
So. Ich dachte jetzt wirklich für kurze Zeit, dass es halt der Bosskampf für diesen Level ist. Aber das scheint wohl nur so ein extra Bosskampf zu sein. Interessant ist aber, dass diese hervorgehoben werden. Also das ist so ein bisschen der Vorteil zu Binding of Isaac. Bei Isaac ist es ja wirklich meines Erachtens ein Problem, dass man ab und zu einfach in Räume reinläuft und komplett unwissend ist, was da kommt. Und auf einmal ist es ein Bosskampf oder was auch immer. Oder ein extra Bosskampf, um es besser zu sagen. Weil Bosskämpfe werden ja doch farblich hervorgehoben. Oh, hi. Jo, Whale. Das fließt ist vermutlich das Wasser, das oben rauspupst. Ist auch... Oh, boy. So, ich habe mal ganz bewusst eine Granate geworfen, aber ich glaube nicht, dass diese Granate irgendwas getan hat. Okay, bisher ist die Taktik weglaufen und springen sehr hilfreich, um vielen Sachen auszuweichen. Zumindest bisher. So, ich glaube, das Ding hat jetzt gerade so ein bisschen seine Situation geändert. Es ist jetzt bei Weitem aggressiver. Und ich glaube, ich wurde getroffen, aber auch gleichzeitig irgendwie wieder nicht. Also die Shotgun ist super genau. Was diesen Bosskampf oder beziehungsweise gerade diese Ads hier doch, wow, machbar gemacht hatten. Ja, und hier sieht man, das sind Herzen. Ich meine, klar, wenn man sie anguckt und weiß, dass sie da sind, dann funktioniert's. Aber wenn dann halt andere Sachen passieren oder man gerade im Kampf ist, dann ist es zum Teil sehr schwer zu sehen, was es ist. Ansonsten ist es wirklich merkwürdig, dass man hier auch diese Voxel-Kronleuchter hat und Lampen, aber halt die Wandtexturen gerade eben nicht in diesem Stil sind. Dobbies, okay, das ist mir leider zu schnell weg gewesen. Bevor ich wusste, was ich da gelesen habe, war es schon wieder weg und bin ich langsamer geworden. Ja, das ist definitiv der Fahrstuhl, wo wir jetzt in das nächste Level übergehen. Das ist immerhin ganz nett gemacht, dass es wirklich fließend übergeht. Und, oh boy, wow. Oh, wir haben mehr HP. Ich vermute, das war der Witz hinter diesem Gegenstand, den wir bekommen haben, dass wir einfach mehr HP haben und eins in diesem Stat-Symbol, was auch immer daneben war. Okay, das sind also Samurai's Chosen One, Kill, Tenet Wilds, Invisible. Okay. Immerhin ganz nett, dass die Achievements ein bisschen hervorgehoben werden. Ist ab und zu immer ein bisschen fies, wenn halt man ein Achievement bekommt und so überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum. Und dann muss man erst das Overlay öffnen und nachgucken, was zugegeben nicht allzu schlimm ist. Aber ich finde es auch gleichzeitig aber auch angenehm, dass man, wenn man es so hervorgehoben bekommt. Also das Spiel bisher ist in Ordnung. Definitiv. Gibt es ein paar Sachen, die... Wow, hi. Dich habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Zugegeben, Shotgun hätte ich persönlich ein bisschen anders gestaltet. Obwohl man natürlich sagen muss, in Wirklichkeit ist ein Shotgun ja auch nicht so wie in Videospielen. Shotgun ist stets gefährlich, gerade wegen dem Spread. Aber hier ist ja wirklich der Fall, dass der Spread eigentlich nicht vorhanden ist. Wenn man sieht wirklich, wenn man von der Entfernung, also, würde man sagen, man würde eine Videogame-Shotgun haben, dann würde man halt bei Weitem mehr am Ende des Tunnels treffen als in dem Fall. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Aber es ist halt übel, wenn man dann sieht, dass ich da dann doch eigentlich Sachen ohne Probleme snipen kann. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, gerade diese Kollegen, die so ein bisschen unsichtbar werden, könnten einen, ja, oder beziehungsweise teleportieren vermutlich sogar. Die können stets gefährlich sein, wenn man nicht mit damit... Ey, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich bei Weitem langsamer geworden bin. Weiß nicht wieso, aber nachdem ich dieses komische Ding aufgehoben habe, um mehr HP zu bekommen... Achso, das ist der Eingang... Okay, dann gehen wir da drüben noch hin. Weiß immer noch nicht, wie man diese verdammte Kanone nutzt. Und es ist auch interessant, ich habe nicht mehr dieses Verlangsamungs-Item. Wow, ich dachte, das wäre halt einfach nur ein Item mit Cooldown. Also alle Tasten um WSAD habe ich jetzt probiert. Und keiner davon hat diese Kanone ausgelöst. Das war nochmal eine Granate, jo. Mal ganz kurz hier hochgehen. Boi. Okay, auf die Gegner zu rennen, gerade wenn es zwei sind, ist vielleicht nicht die cleverste Idee. Ebenfalls, ich wusste jetzt nicht, ob das Schaden macht oder nicht, ich wollte es eigentlich testen. Was ich ein bisschen besser finden würde, ist, wenn besser vorgehoben worden wäre, wenn man einen Raum geschafft hat. Ich meine, man hört das Türklicken, oh hi. Und die Gegner sind auch nicht allzu viele in diesen Räumen. Wenn man sieht, es sind jetzt vier Gegner, man
denke ich, kann bis 4 zählen, um das zu realisieren, wann es der Fall ist. Aber ab und zu, zum Beispiel jetzt hier, ich dachte auch, ich hätte noch einen Gegner vor mir. So blöd es jetzt klingt. Ansonsten ebenfalls hier. Sieht aus, als wäre es Munition für die Shotgun, aber ich habe unendlich Munition, so wie es scheint. Und dementsprechend weiß ich immer noch nicht, wie man das Ganze nutzt. Okay, da unten wird auch unter der HP-Anzeige angezeigt. Ah. Dass ich dieses Upgrade bekommen habe. Ein paar Level sind durchaus... Ei. Relativ umfang... What the hell? Du bist aber platt. Hoffe ich. Oh, okay. Aber hier ist noch jemand. Ja, ja, so nicht. Wow, the hell? Das war eine fliegende, raketenschießende Schildkröte. Klar, warum nicht, ne? Oh, die Dinger kann man auch in die Luft jagen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh boy. Ja, war ganz gut, nicht gerade auf mich nur den zu konzentrieren. Das Coole ist, ich denke, die teleportieren sich nicht nur... Oh, hi. Okay, da oben ist noch irgendwas los. Ihr wieder. Noch ein paar Kennys. Aber... mehr auch nicht, gut. Moment, die Tür ist noch zu. Hier ist noch was. So, was ist denn hier bitte noch? Noch einer. Okay, als erstes denke ich, gehen wir in den Shop. Und gucken, was wir hier bekommen können. Lighthouse. Triggerfinger. Und Oil Can. Triggerfinger, würde ich sagen, erhöht die Schussgeschwindigkeit. Was bei der Shotgun ziemlich cool ist. Also nehme ich's. Fire Rate Up. Ja, fühlt sich definitiv schneller an. So, war ich da drin? Nee, war ich noch nicht. Weiß nicht, wie clever es ist, jetzt hier zu versuchen, jeden Raum mitzunehmen. Wo dann auch wieder die Frage kommt, gibt es irgendwelche Secrets, die man finden kann? A la The Binding of Isaac. Ah, wow, okay. Also entweder bin ich ungewollt einfach da reingerannt. Oh boy. Das gucke ich mir mal ganz kurz an. Okay, what the hell? Oh! Die eine Taste, die ich noch nicht ausprobiert habe, war Shift, weil ich wissen wollte, ob man rennen kann. Oh, Frage beantwortet. Ja, hier gibt es definitiv von jeder Ecke irgendwelche Pfeile. Vor allem in der Mitte. Das sieht auch wieder aus wie nur ein Crossbow in anderer Farbe. Weißt du was? Nö, danke. So, die Waffe nutzen wir mal im nächsten Bosskampf. Und das ist vermutlich dumm, dass ich die erst im nächsten Bosskampf benutze, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wie sie funktioniert. Und dementsprechend ist danach riecht. Ah, könnte ich noch 25 bekommen? Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Wenn wir noch 25 bekommen, kann ich mir auch noch das andere kaufen. So. Probieren wir mal. Oh. Oh. So, was passiert, wenn ich jetzt Restart sage? Er geht zurück zum Hauptmenü. Und was passiert dann bei Quit? Verlässt er das Spiel? Gute Frage. Okay, wir haben so den Anfang gesehen, obwohl ich immer noch nicht weiß, was die Kanone macht, weil die Kanone hat nicht geschossen. Weißt du was, wir gehen nochmal einmal hin. Ich will ganz kurz wissen, wie die Kanone funktioniert. Wirklich schön, dass das Spiel sofort startet. So, Kanone. Oh. Ich habe nicht mehr gedrückt gehabt. Ach so, deswegen, es wird, das Licht geht an. Und dann muss das Ding erst feuern. Und dadurch, dass ich zweimal gedrückt hatte, hat er zwei auf einmal abgefeuert. Ah, okay. Restart. Sehr merkwürdig, dass man dabei zurück ins Menü geht. Okay. Gorton. Sehr schnell. Schaden ist bei weitem weniger. Fire ist bei weitem höher. Aber Health ist für den Hintern. Wow. Da müsste man fast... Dynamite sieht mit fast am besten aus. Wenn man, glaube ich, die insgesamten Stats zusammenzählt, ist eher mit am besten dabei. Ja, definitiv. Und dann haben wir noch... Ja, David Bowie. Okay.
Wir haben unendlich Schuss mit dem und ein Katana, das... Okay. Munition kostet? What? Bonk. Oh boy. Okay, das ist natürlich toll, dass bei dem Granatwerfer wir unendlich Munition haben, aber auch noch Granaten haben, die wiederum nicht unendlich sind. Also okay, ich sehe schon die Herausforderung mit diesem Charakter. Denn die Dinger reagieren nicht auf Splash Damage. Oh boy. Oh boy. Meine, es funktioniert zu gewissem Grad. Okay, also die Nahkampfanimationen sind nicht gut. Ich denke, selbst Minecraft kriegt das einen Ticken besser hin. So, aufpassen, in den Ecken ist diesmal niemand gut. Ebenfalls Fire Rate geht in Ordnung. Die Explosionen machen definitiv ihren Schaden. Uh-oh. So ist nicht. So, ich weiß nicht, wie Explosionen hier vom Splash damit einem selber Schaden machen. Aber ich versuch's mal nicht herauszufordern. Ja, also... muss schon fast sagen, der Tank gefällt mir dann doch mit fast am besten, einfach weil man gefühlt sich besser wehren kann. Ich meine, klar, wenn man so einen Gegner hat, der sich kaum bewegt, funktioniert's, aber die Sekunde, wenn du einen hast, der gerade eben fliegt oder was auch immer. Ah, moves faster. Yay. Ah, ich bleib dabei. Das mit dem Katana bleibt merkwürdig. Oh, hey, hi. Schon wieder habe ich dich übersehen. Die Dinger bleiben gerne in ihren L. Ja, und das ist zum Beispiel das Problem, wenn du so einen Gegner hast, der dann auf deinen zucharged, muss man schon seine Schüsse relativ clever timen. Hi. Interessant ist wirklich, dass sie zum Beispiel die Flying Turtle von Anfang an jetzt dabei ist. Noch so die Frage, ob man diese Charaktere erst bekommt, indem man sie freischaltet, also das heißt wirklich mehr spielt, oder ist das rein zufällig? Gute Frage. So, wir haben Magneten zur Wahl. Alles andere können wir nicht machen. Bottle Opener, Rabbit's Foot. Naja, ich nehme einfach das mit. How does it work? Okay. Thanks for that. Well memed. So, letzter Raum. Oh, hi. Lustigerweise haben die mich nicht getroffen. Sweet. Double kill. Oh, nicht schon wieder diese Hüpfer. Okay, gut hinbekommen. Okay. Hier ist noch ein weiterer Raum und hier haben wir, oh, so ein Binding of Isaac ähnlicher Challenge-Raum. Okay, wir könnten theoretisch zwei Sachen mitnehmen. So, lass uns mal was testen. War das nicht gerade, ach nee, es sah von hier aus wie eine Shotgun, ist aber in Wirklichkeit keine. Ist das kein Challenge-Raum? Das ist interessant. Diese Waffe hat jetzt Munition. Braucht jetzt Munition. So, lass mal was testen. Okay, das wechselt grundsätzlich die Sekundärwaffe. Never mind. Okay. Ha, ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwie darum kämpfen, um das Zeug zu bekommen. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Das Ding bupst einen nur nach hinten. Glaube ich. Die Waffe hat keine Schussmöglichkeit. Wirklich, ich mach das hier und werde aber nur... Ich glaube, der Witz ist, dass das so eine Art Pressure Gun ist, die einfach nur... Aber was bringt's mir? Ich habe nicht das Gefühl, dass das Schaden austeilt. Ha. Okay, Bosskampf. Aber es wird noch hervorgehoben, dass wir hier ein Leben haben. Okay. Gute Sache. Wow, what? Das klang so, als hätte ich Schaden genommen. Hi. Bye? Ja, okay, und da habe ich jetzt hier so den Freaky-Inhalt gefunden. Holy moly, what the hell? Du bist also eine Todesschnecke? Du siehst aus wie eine Todesschnecke. Ups, eine ist es was anderes. Ja, die rollt sich in ihren Panzer, rollt dann herum. Aber wie man sieht, also die Fähigkeit rückwärts zu springen ist... kam einen großen Vorteil. Hilft bei fast allen Gegnern bisher.
Der Howard hat mich denn jetzt noch getroffen. So. Ah, wir bekommen seine Free Armor Speed Down. Have more armor than house. Unlocks armor lover irgendwas. Okay. Also, dieser Dubstep-Song ist schon extremst ätzend nervig. Man das Gefühl hat, dass es bei weitem lauter ist als alles andere. Obwohl halt... Genau. Das Ganze schon super leise eigentlich ist. Oh boy, also in gewissen Räumen ist es extremst über, wie viel Zeug da auf einem zukommt. Und da jetzt auch schon wieder die Ninjas am Start. Habe ich das richtig gesehen? Ah, der Magnet zieht also wirklich Sachen zu einem hin. Wie man es von einem Magneten eigentlich auch erwartet. Das macht zwar relativ an... Ah, doch, hier ist einer, ja. Okay, haben wir den? Ja, den haben wir. Tür ist offen. Okay, also die könnten jetzt einen Ticken gefährlicher für mich sein. Denn die können sich halt unsichtbar machen, teleportieren etc. Ich meine, man sieht sie, ey. Nicht lustig. Und macht es halt schwer, mit der Waffe zu treffen. Okay. The hell are you doing? Wirklich, das Einzige, was ich sage, ist, dass man halt damit ein bisschen mobiler wird. Aber dadurch, dass diese Waffe scheinbar sonst überhaupt nichts kann, ist sie komplett witzfrei. Und man merkt hier zum Beispiel an diesen Ecken, wenn ich hier zum Beispiel bin, dass das Spiel so leicht abhebt. Und man so ein bisschen dran hängen bleibt. Oh, hi, Landshark. Oh, da ist noch einer. Hi. Oh, hey, da ist noch einer. Au. Ich glaube, ich verliere erst meinen Arm, bevor ich jetzt alles andere verliere. So, habe ich den? Jo, habe ich. Okay, Türen sind aufgegangen. Man hat es ganz leise gehört gehabt. Also, man kann schon so eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen. Also, der Vergleich Binding of Isaac meets Quake passt in gewissem Maße. Solange man halt gescheite Waffen hat. Also, hätte ich die Wahl, würde ich diese Sache nicht nochmal nehmen. Ist nicht unmöglich, aber es ist nicht sonderlich angenehm, so zu spielen. Bist du endlich mal drauf? Ach so, du bist auch noch da. Schön, schön in die Sache reingelaufen. Hi. Also ich muss jetzt dann wiederum fast wieder zugeben und das klingt vielleicht ein bisschen unfair, denn andere Spieler haben das gleiche Problem, aber mittlerweile habe ich satt, diese ganzen Gegner zu sehen, denn es sind immer wieder die gleichen. Ja, das ist ein bisschen unfair einfach weil man The Binding of Isaac immer wieder auf die gleichen Gegner in gewissem Maße trifft. Aber ich habe das Gefühl, dass die Auswahl, zumindest der Standardgegner, die ich bisher gesehen habe, relativ limitiert ist. Oh, hey, hi. Hier immer diese... Ja, also, das ist das Problem, man macht immer das Gleiche. Und auch das ist eine doofe Aussage, aber im Endeffekt, ich mache nichts anderes als strafen und irgendwie hoffen, in die richtige Richtung zu schießen. Ah. Und man hofft halt einfach so ein bisschen, dass man den Sachen ausweicht. So gut man es kann eigentlich. Denn das ist das Problem, es ist nicht wirklich ein Bullet Hell, weil man nicht wirklich alles sehen kann. Ach du Heilige. Wie gesagt, das einzige Interessante, das wir definitiv bisher gesehen haben, sind die Bossgegner. Die scheinen relativ freaky und abwechslungsreich zu sein, was ungewohnt ist. Das ist so gefühlt extremst umgedreht. Obwohl eigentlich nicht, aber halt gefühlt halt so relativ viele Standard... Ja, auch nicht viele, muss man schon fast wieder so sagen. Standardgegner. Voll faster, the hell? Oh, will jetzt eigentlich noch gucken, ob es hier irgendeinen Job... Ja, hier gibt es noch einen Job, gut. Ach Gott, gib mir doch mal weg. Ja, also da hätte ich ganz gerne eine Alternativwaffe. Und ich hätte es schön gefunden, wenn diese Waffe wirklich explodieren würde, wenn es in Kontakt mit Gegnern kommt. Das würde das bei weitem angenehmer machen, gerade die ganzen Ninjas und Co. zu treffen. Aber nope. Okay, wir haben fast 200, darf ich mir irgendwas kaufen... Dingy. Oder warten wir noch auf ein bisschen mehr? Ich meine, wir haben noch einen Raum offen. Ich gucke einfach mal, ob ich da auf die 200 komme. Und mir das da noch zusammenkaufen kann. Ey, ich hänge in der Ecke fest. Oi, oi. Ich habe das Gefühl, dass das nicht reichen wird.
Ansonsten auch. Ach, hi, hey, hoha. Kann man dir helfen? Oh, doch, hat gereicht. Wunderbar. Ja, noch ein Herz am Start. Sogar noch zwei Räume, wo wir Herzen haben. Okay, dann würde ich mir das hier holen. More Power-Up Drops. Ja, okay, das war ein bisschen zu erwarten. Also bisher, die ganzen Power-Ups, die man finden kann, gehen in Ordnung, aber ich habe jetzt noch nichts wirklich gesehen gehabt, was man wirklich mit The Binding of Isaac vergleichen kann. Wo man wirklich sagen kann, wow, das ist vollkommen abgedreht. Oder ähnliches. Ansonsten, ja, der Fahrstuhl ist scheinbar stets da. Das war so die Frage, die ich mir erstmal nur so mental gestellt hatte. Ob das tatsächlich von Anfang an schon da war oder erst aufpoppt, wenn man das Ganze geschafft hat. Frage beantwortet. Aber wie man auch hier schon wieder sieht, zwei Gegner würde man... Oh, never mind. Jetzt haben wir das Ganze schon so ein Ticken fieser. Ich wollte schon wieder sagen, oh ja, ist einfach nur hin und her springen und wegstrafen. Und die beiden machen dann halt nichts Neues, aber... Genau. Auf einmal sind es drei Gegner. Und ich will jetzt wirklich erst herausfinden, ob ich die anderen Viecher zerstören kann, beziehungsweise muss. Ja, ich kann sie zerstören, okay. Denn ich denke, es ist clever, das so zu machen. Während es nur drei sind, anstatt vier Gegner auf dem Hals zu haben. Ansonsten ist es wirklich interessant zu sehen, wie viel Munition wir hier am Start haben. Aber die ganze Munition ist witzfrei für mich. Ansonsten hier auch schön, wie das in der Luft hängt. So, ich habe jetzt Dice bekommen. Das ist dann wieder sehr merkwürdig, warum es hier jetzt nicht hervorgehoben wird, was die tun. Wenn man zum Beispiel hier die Situation hat. Double Jump, hey, sweet. Wow, das... Ja, da hätte ich jetzt ganz gerne wieder diesen einen Raum gehabt. Was hatten wir hier eigentlich? Da, ach, das mit dem schneller runterfallen, genau. Denn ich hätte ganz gerne eine neue Alternativwaffe, die mir auch was bringt. Okay, dann gehen wir natürlich gleich weiter über. 8 Level sind scheinbar das Maximum. Beat the second floor, unlocks Necromancer Boss. Okay, auch hier, das wiederum so ein bisschen so Binding of Isaac. Wenn man irgendwelche Bosse besiegt, kann man neue Bosse freischalten. Ich hätte aber ganz gerne eine neue Waffe. Ja, Räume sind natürlich klar, die wiederholen sich ab einem gewissen Maße. Aber das ist nun mal der Fall. Das ist einfach relativ schnell wiederholt. Ich denke, das geht auch in Ordnung. Ich habe so gewisse andere Roguelike-Spiele, wo ich schon so ein bisschen durchgelesen hatte. Wo es der Fall ist, dass dann wirklich alles zufällig ist. Und alles zufällig ist natürlich überhaupt nicht... Blast Shit, what bombs, okay. Und eine neue Alternative, wir haben wieder das Katana. Oder den Rocket Launcher, sweet. Der Rocket Launcher ersetzt jetzt natürlich den Granaten. Das ist natürlich schade. Aber weißt du was? Wir nehmen den. Wenn es die Hauptwaffe ist. Holy moly. Ah, ich übersehe immer den größten Gegner überhaupt. Wie ist das möglich? Ernsthaft, wie ist es möglich, dass ich den immer übersehe? So. Raketenwerfer ist natürlich bei Weitem angenehmer. Aber... Nee, Moment mal, lass mal testen. Nee, es hängt nicht davon ab, wie viele Schüsse gerade in der Luft sind, sondern, hier steht zum Beispiel dabei, Slow-Mo. Slow-Mo hilft zum Beispiel mehr als Dice. Hier ist wirklich wichtig anzusehen, dass diese Granaten erst so zurückgezogen werden. Als wäre es eine Art Cross... Oh. Okay, ich weiß, warum halt die Gegner erst spawnen, wenn man reingeht in den Raum. Einfach, weil man sonst aus der... aus dem anderen Raum einfach rüberballern würde. Oh, hey, Landsharks wieder mal. Also der Raketenwerfer ist natürlich super angenehm, weil man nicht nur mit... Oh, okay, du bist schon wieder. Ich dachte, es ist irgendwas anderes. Nope. Weil man halt wirklich direkt zielen kann und es direkt Schaden macht, was definitiv der starke Vorteil gegenüber dem Granatwerfer ist. Aber man kann auch weiterhin mit Splash Damage arbeiten und der Splash Damage passiert halt sofort an Impact und nicht halt erst nach einer gewissen Zeit. Dementsprechend bei Weitem bessere Waffe. So, haben wir hier alles? Jo, dann gehen wir jetzt hier rein. Auf jeden Fall, der Floor ist sehr merkwürdig, weil er ziemlich klein wirkt. Und jetzt haben wir natürlich hier so einen Gegner, aber auch... Ich würde sagen, ein Gegner, der relativ klein ist und dementsprechend schwer zu treffen ist, aber Splash Damage tut's. Dazu, dadurch, dass ich Double Jump nutzen kann,
können mir gewisse Gegner einfach überhaupt nichts mehr. Oh, hi. Außer der da natürlich. Was interessant ist, ich habe Schaden genommen. Aber auch gleichzeitig aus irgendeinem Grund nicht. Hat das wirklich was mit diesem Blast-Shit zu sagen? Okay, ist noch irgendwas. Oh, hey, hi. Das ist fiese. Die sind so gigantisch, aber irgendwie zum Teil so sneaky. Okay, hier haben wir jetzt... Oh, ist das der Dämone, den wir gerade eben hatten? Oh, hi. Wo kommst du denn her? Ernsthaft? Das ist der lustige Trop, des... Er ist so groß und wird aus irgendeinem Grund immer übersehen. Weil... Weiß ich, muss ein bisschen mit Splash damit arbeiten, aber es ist zum Teil gar nicht mal einfach. Ah, das Fiese ist wirklich, dass der so eine Möglichkeit hat, sehr nah an einen und vor allem sehr schnell an einen ranzukommen. Und kann dann halt Schaden an... You ass. So, das haben wir bekommen. Double Tap to Dash. Oh, sweet. Ich meine, ich habe schon Double Jump, dementsprechend ist diese Sache weniger interessant für mich, aber... Kann natürlich in gewissen Situationen auch helfen und natürlich geht es in alle Richtungen. So, ich gehe jetzt ganz bewusst hier hin, um die Herzchen mitzunehmen. Und das Coole ist, dank Magnet muss ich nicht mal wirklich großartig reingehen. Und habe schon wieder voll HP. Die Frage ist, lohnt es sich, in die anderen Räume noch zu gehen? Und da hilft es, denke ich, auch so ein bisschen in den Raum reinzugucken. Immer so ein bisschen zu gucken, ob man was sieht. Denn wir hatten zum Beispiel schon den Fall gehabt, dass man von hier aus bereits den Shop sehen konnte in gewissen Situationen. Und das will ich jetzt gerade so ein bisschen herausfinden, ob man tatsächlich gewisse Situationen so cheesen kann. Okay, da wurde ich gerade reingeschubst. Oh, hey, du siehst nicht anders aus, es ist nur das Lighting. Okay, aber ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Schild wieder dazu bekommen. Ja, frag mich nicht, wieso. Okay, wir waren in dem Eck. Da ist der Shop. Okay. Ich will nämlich wirklich eigentlich nur noch den Shop antreffen. Oh, ihr mal wieder. Hey, hi. An irgendwas bin ich hängen geblieben, aber ich weiß nicht was. So, Shop, genau. Und dann denke ich immer gleich zum Boss über. Wir jetzt nicht jeden Raum ausreizen, auch wenn man da halt extra Gold bekommt. So. Sale. Digitalati Defibrillator für 1. Für 1. Und eine Waffe. Revives and... Nemes. Danke. Also es gibt auch Sachen, die negativ sind, Fragezeichen. Ich nehme das Sale noch mit. Increase mid air speed. Ah, sweet. Oh. Oh. Alle Gegner sind respawned. I get it. Das heißt also, alles, was ich jetzt hier gerade erreicht habe, ist für den Hintern gewesen. Okay, also im Endeffekt merken, wenn scheinbar irgendwas super günstig ist, it's a trap. Gehe ich mal davon aus. Aber mit dem Raketenwerfer ist es wirklich super angenehm. Das erinnert definitiv so ein bisschen an Doom und Co. Okay, ich will jetzt aber wirklich, denke ich, auf dem schnellsten Weg dann doch mich Richtung Boss dann begeben. Gerade weil halt alles respawned ist. Wow, der Splash Damage hat funktioniert. Das sah nicht danach aus, als würde das funktionieren. Danke für die Munition. Hi, Dicker. Wirklich hier einfach die Sprungmöglichkeiten ausnutzen. Also mittlerweile habe ich so ein paar ziemlich gute Kombinationen, die mich doch sehr mobil machen. Und vor allem auch stark gleichzeitig. Eine Sache muss ich jetzt echt zugeben, das Dashen ist nervig, weil man ab und zu so justieren möchte, um irgendwo reinzukommen. Auf einmal macht man Dash und gewonnen. Ansonsten, Dash funktionieren auch in der Luft, das wiederum ist cool. Obwohl ich nicht denke, dass es allzu viele Situationen gibt, wo man auf diese Coolness zurückgreifen muss. Ich denke, es ist wirklich das Cleverste, einfach hier gerade durchzulaufen. Oh, hier ist der Anfang, okay. Sehr schön, einen Raum gespart, also ist definitiv der schnellste Weg gewesen. Auch hier wieder Sneaky Demon in der Ecke. Ja, ich muss wirklich aufpassen, weil ich ab und zu halt springe, für die nächste Sache bereits vorbereite und auf einmal hier schon wieder Dice. Und hier steht aber auch wirklich nur Pickup Dice. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. HP ist voll, gut.
Okay, ich konnte die... okay. Ich habe die Dice gerade verwendet. Wir haben das Dice-Geräusch gehört und nichts mitbekommen. Oh, hi. Das war jetzt nicht offensichtlich. Liebes Spiel. Okay, einfach auf die Füße stets ballern, so wie man es mit einem Raketenwerfer macht. Nicht versuchen, auf den Körper zu schießen. Denn das ist nicht selbstverständlich. Okay, die Dinger versuchen immer so ein bisschen herauszufinden, wo man langläuft. Wenn ich das richtig sehe. Was mir auch gut gefällt, ist, dass scheinbar jeder Treffer nur einen Schaden einem zufügt. Das ist so eine Sache, die andere Spiele ab und zu mal falsch machen, wo es wirklich der Fall ist. Ja, du hast 5 HP. Ups, einer hat dir 4 Schaden zugefügt. Ups, du bist tot. So hat man wirklich halt die Chance, länger zu überleben. Allgemein zu überleben. Okay, hier haben wir so nichts bekommen, außer eine Pistole. Das ist natürlich doof, denke ich. Dass das Spiel wirklich hingeht. Habe ich mir hier in dem einen Raum die... Oh, das könnten wir auch gleich mal testen, ob die Dice wie bei The Binding of Isaac sind. Oh, gibt's Armor. Wow. Cool. Ich habe die Dinge einfach bekommen. Und jetzt gucken wir mal hier, ob ich hier diesen Revolver... Yep. Das ist Poison Bombs. Aha. Man kann damit also wirklich einfach die Sachen neu durchwürfeln. Okay. Sweet. Dann würde ich sagen... Nächster Raum. Oh. Oh, hi. Wir haben einen Raum, wo... Oder einen Floor erreicht, wo halt Gegner außerhalb schon spawnen. Ah, das ist strange. Ich meine, ich werde das natürlich jetzt cheesen, wenn die mich nicht mitbekommen. Jo. Natürlich jetzt ein bisschen doof, denn ich habe nicht die beste Waffe dafür. Und da hat man gerade gesehen, ich wollte eigentlich nur ein bisschen justieren, als ich zweimal kurz gedrückt habe. Habe ich halt dann diesen leichten Dash gemacht. Okay, das ist extrem ätzend, weil man kaum was sieht. Und ich logischerweise auch nicht treffe, weil die kein... Ach so. Weißt du, was das sind? Das sind Sicheln. Ich dachte wirklich, das sind... Oh, hi. Oh, hi. Okay, mit der Dunkelheit ist natürlich sowas super gruselig, wenn dann halt irgendwas auf einen zugeflogen kommt. Und ich weiß wirklich nicht, wo noch welche sind. Und ja, das Ding sind halt einfach Sicheln, die am Start sind. Und holy shit, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, weil ich nix sehe. Okay, lass uns mal ganz kurz den Abschaum hier entfernen. Oh, that's the joke. Das ist kein Abfall, das ist unsere Lichtquelle. Oh, damn. Ja, die Dinger tun mir nämlich nichts. Das ist die Idee dahinter. Ich gehe mal davon aus, dass die einem gleichzeitig halt auch Geld geben. Dass er sagt, hey, du hast halt drauf verzichtet. Das Ganze dir unnötig schwer gemacht. Hier hast du eine kleine Belohnung dabei. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich habe so die Übersicht verloren gehabt. Okay. Ausrufe, Raum. Okay, es regnet Pfeile. Ja, no. Oh shit, ich sehe so überhaupt nichts. Okay, das sind nochmal Dice. Nehme ich natürlich mit. Lustig ist, ich kann theoretisch sogar halt Licht erzeugen. Ja, das gibt mir Geld. Okay, was ich ganz gerne wissen würde, ist, wo der Ausgang zum nächsten Level ist. Da hinten ist ein Dingsraum. Gott, diese Skull-Dinger sind so... creepy. Nicht schlimm. Aber Gegner, die einen verfolgen und man nur die Augen sieht und... Okay, das ist jetzt ein extra Kampfraum. Oh boy. So, gleich mal wieder in die Ecke geguckt, ob da irgendein extra Vieh wartet. Das Schöne ist natürlich, dass diese ganz großen Viecher ein sehr einfaches Ziel für einen sind. Das heißt einfach... Raketen schießen funktioniert richtig gut. Okay, was haben wir hier? Wow, what? The hell, Grenade Launcher, nope.
Ach so, nee, falsche Taste. Q ist die Sache. More Loot. Nice. Das ist doch schon mal schick. So, weg mit dir. Mehr Geld. Ich kam von hier. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Dann gehe ich da auch gar nicht großartig rein. Wow. Der hat mich geschubst. Du Dreckskind. Don't shops me. Okay, da geht's ebenfalls weiter. Wow, ich gehe mal davon aus, dass die Lava nicht gesund für einen ist. Komplett dunkler Raum. Wir wollen nur wissen, wo der Ausgang zum nächsten Level ist. Ich sehe so überhaupt nichts. Das Fiese ist, dass die halt da hinten ist irgendwas. Nee, da war ich schon. Verdammt. Da ist nichts. Da war ich schon. Oh, Bäume, Lichtquelle getroffen. Ja. Okay, das funktioniert, aber hier ist noch irgendein... Okay. Den habe ich dann auch schon. So, wir waren jetzt hier bereits. Genau, hier sind diese ekligen Sicheln und Möglichkeiten runter zu plumpsen. Von hier kommen wir. Okay. Will ich ganz kurz gucken, was hier ist. Can't tell. Hier ist auch noch ein Herz. Also hier sind noch sehr viele Herzen für mich verfügbar. Das ist gut. Ich bin irgendwo runtergeplumpst. Irgendwas hat Bumm gemacht. Okay, klar, warum auch nicht. Also die Dunkelheit ist extremst ätzend. Wenn man wirklich nichts sieht. Oh, hey, hi. Okay, ich bin jetzt einfach mal reingegangen. Ja, hier ist der Bosskampf. Ja, nice. Au, auch was auch immer mir da jetzt hier angeblich Schaden zu... Also das habe ich noch nicht ganz raus, was mir Schaden macht, was mir wann nicht Schaden macht. Au, das Ding hat mir definitiv Schaden gemacht. Holy shit, ich sehe so überhaupt nichts. Dementsprechend hier wieder hochzukommen ist nicht drin. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen mit Licht arbeiten in der Hinsicht. Au. Wo komme ich denn hier wieder hoch? Hier komme ich hoch. Okay. Bitte raus hier. Ich hoffe, der nächste Raum ist bei weitem weniger... Oh, hi. Okay, der schießt irgendein Zeug nach mir. Mach du nur. Der schießt in der Zwischenzeit einfach mal ins Gesicht. Mit Raketen. Also, die Gegner gefallen mir... Also zumindest die Bossgegner gefallen mir sehr, sehr gut. Sind sehr abwechslungsreich. Oh, der hat mich einfach weggepupst. Aber Herausforderung war es jetzt nicht. Mir irgendwas? Pick up a sword. Okay. Was wie Auto-Aim? Doxy. Autsch. Okay. Kein Plan. Aber wir gehen über zu Level 5. Bitte lass Level 5 mal wieder ein helles sein. Denn diese Dunkelheit ist super. Survivor Dark Floor. Okay, das war also der Witz. Unlocks Eye Patch Item. Wir haben gerade ein Nazi-Hell erschiefend bekommen. Wupp, und da endet unser Run, denn das Nazi-Hell-Level ist gefüllt mit Hakenkreuzen. Und das kann ich logischerweise nicht zeigen. Dementsprechend kommen wir zum Ende von Paranautical Activity. Ich denke, es ist durchaus in Ordnung. Jedoch denke ich, dass es auch gleichzeitig ein paar Probleme hier und da hat. Wo ich aber, zumindest ich persönlich, hingehe und sage, das Spiel ist einfach schon ein bisschen älter. Gewisse Sachen macht man jetzt mittlerweile einfach besser oder anders. Und dementsprechend kann man das, denke ich, durchaus durchgehen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.